So, da sind wir dabei. Silent Hill. Wir haben beim letzten Mal nochmal im Antiquitätenladen gespeichert und sind jetzt drauf und dran, den Falex-Schlüssel zu benutzen. Den haben wir nämlich letztes Mal aus dem Vogelkäfig gekriegt, nachdem wir diese unglaublich kryptischen Rätsel auf der dritten Etage gelöst haben. Lass mal schauen. Hier, da ist die Tür, glaube ich. Jawohl, Schlüssel des Falex. So. Dann lasst uns mal schauen, was wir hier finden. Monster. What the fuck? Okay. Was war das denn gerade, bitte? Was kann ich denn hier machen? Ein Glied fehlt in der Kette. Ich habe ein schlechtes Gefühl, aber die Musik fängt jetzt auch an. Warte mal, ein Glied fehlt in der Kette, springt mich da irgendwas. Ich gucke mich erstmal ganz kurz um. Es ist irgendwie, ich weiß es nicht. Das gefällt mir nicht wirklich, ganz ehrlich. Da ist irgendwas drinne, definitiv. Hab ich ein Kettenglied dabei? Was ist das für ein Kettenglied, Mann? Emblem des Merkur, Amulett des Salomon. Das ist doch kein Kettenglied, Mann. Das ist ein Vertragsring. Au, oh, ich verstehe. Schließ den Vertrag? Jetzt verstehe ich's. Oh, ja. Ich habe den Vertragsring verwendet. Fucking awesome. Ich glaube, das war eine gute Idee, dass wir es vorher gemacht haben. Vertragsring. Jetzt verstehe ich die... Ja, genau. Ist mit dem Ring befestigt und du nimmst den Dolch mit. Hallo? Nein. Wir leben noch. Alles gut. What the shit? Ich glaube, das hält. Wir gehen. Was ist das hier? Es ist abgeschlossen. Betor ist in die Tür eingeschlossen. Was ist... Oh! Ja, fiese Viecher, Mann. Komische Dinger, Mann. Ugh. Mach mich krank. Was haben wir hier? Munition. Munition ist immer gut. Pistolenpatronen. Betor brauchen wir. Oh, holy shit. Betor. Schlüssel des Betor, also. Da ist noch ein Tonikum. Was haben wir gerade gekriegt? Ach, der Dolch des Melchior. Genau, der Dolch des Melchior. Warum hatte Melchior eigentlich einen Dolch? Und woher hat Melchior diesen Dolch? Hat ihm Kaspar den Dolch besorgt? Ich weiß es ja nicht. Ist der Dolchdealer gewesen damals? What the fuck? Gravities? Oh, das ist Alessa, Mann. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Ankh. Ein Ankh-Kreuz. Boden und Wände sind mit Graffiti übersät. Gravity. Ja, ich weiß, dass Gravity was anderes ist. No shit, Sherlock. Okay. Diese kleinen Viecher, die mag ich absolut nicht. Was zum Teufel geht denn hier ab? Nichts Ungewöhnliches. Ja, es ist ungewöhnlich, dass es sauber ist im Vergleich zum ganzen Rest, den wir ja mitgekriegt haben. Karten sind auf dem Boden verstreut. Was ist das denn? Das sind keine Karten, mein Freund. Naja, egal. Was ist denn das da hinter dem Bett? Warm und kalt? Das ist Alessas Zimmer, Mann. Kinderzeichnungen sind auf dem Boden verstreut. Ja. Es ist, interessant. Es ist abgeschlossen. Du, besitze sie, um deinen Geist zu schützen. Führe 5 Rituale aus. Enthülle dein Schicksal. Warte mal ganz kurz. Lass mal nochmal schauen. Was haben wir denn davon? Haben wir das nicht schon alles? 1, 2, 3, 4. Nein, eins fehlt noch. Die Platte fehlt noch. Oh, was ist mit unserer Energie los? Es ist zwar noch nicht drastisch, aber wir haben genug Toniken, um vorzusorgen. Dass ich nicht irgendwann einfach mal zusammenklappt, falls mich wieder einer anspringt und an meinen Nüssen rumnomst. Das mag er schon gerne. Das lässt er dann auch mal ein paar Sekunden länger zu, als es eigentlich gut ist. Aratron ist in die Tür. Okay. What the shit is Aratron, please? Dann muss ich mal in die andere Richtung, würde ich sagen. Muss ich hier mal wieder raus.
Okay, was machen wir? Wir brauchen noch dieses eine Ding da. Wo könnte sich das befinden? Verdammt nochmal, was habe ich denn noch? Ich habe noch ein Videoband. Aha. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich muss hier... Es kann ja nicht sein, dass ich hier schon wieder fertig bin, oder wie? Was war denn hier? Also ich bin ja relativ schnell rausgerannt wegen dem Monster, deswegen habe ich hier vielleicht irgendwas verpasst noch. Ich hoffe auch, der springt jetzt nicht irgendwie raus, wenn ich mich nochmal hier reinbegebe. Das wäre nämlich extrem doof. Hier ist aber auch nichts mehr. Ein Karton, da interessiert dich auch nicht. Jack in the Box oder was auch immer das sein soll. Nope. Nein. Nein, nein, nein. Interessiert ihn alles nicht. Ist ihm alles viel zu kindisch. Oh, alter Schwede, was bist du denn eigentlich für ein Ding? Was zum Teufel? Die Schattengestalten hier. Hab ich hier irgendwas vergessen vielleicht? Liegt hier drin? Och, Mensch. Ich hab die komplette Tür vergessen. Da liegt noch was. Die Tür habe ich auch nicht probiert, kann das sein? Geleebohnen. Wollen Sie den Beutel öffnen? Ja. Solange es mir nicht den Finger abbeißt. Oh, da ist ein Schlüssel drin. Schlüssel des B-Tor. Schau an. Der Schlüssel des B-Tor. Das bringt uns dann doch schon weiter. Ich glaube sogar, als ich in dem Raum stand, vorhin habe ich sogar über den Schlüssel des B-Tor geredet. Habe aber nicht drüber nachgedacht, hier weiter zu schauen. Hier war ich auch nicht drin, glaube ich. Oh, hey, hier ist ein... Wir haben zwar ein Videoband, aber das haben wir uns ja schon mal angeschaut. Können wir es nochmal anschauen. Legen wir mal ein. Oh! Oh, hey, das ist neu. Eyes don't open. Getting a pulse, but just barely breathing. Her skin is all charred. Even when I change the bandages, the blood and pus just start oozing through. Why? What is keeping that child alive? I can't stand it any longer. I won't tell a soul. Promise. Oh, please. Ja, das war nämlich Lisa. Jetzt versteht ihr auch den Zusammenhang zum Film, den sie hier gezogen haben, weil da beziehen sie sich ja auch im Prinzip auf diese Szene, glaube ich, aus dem Spiel, würde ich jetzt einfach mal sagen, wo sie am Ende zu Alessa reinschaut und dann eben blutet aus den Augen. Das ist, denke ich mal, sehr, sehr nah hier angelegt. Also mir fällt keine andere Szene in den ganzen Silent Hill Teilen ein, wo es sonst her sein könnte oder was, worauf sie anspielen sollten. Deswegen... Oh, je, jedes Mal. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Lass mal hier reingehen. Schlüssel des B-Tor haben wir verwendet. Oh, yes. Schau mal an. Yes. Lass mal Strom ausschalten, weil wir haben oben ja noch einen Schlüssel zu holen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben noch einen Schlüssel zu holen oben. Da gehe ich jetzt als allernächstes hin, ohne wieder von diesem komischen Schattenvieh gecatcht zu werden, weil da habe ich gar keinen Bock drauf, dass du mir schon wieder ein Eilen rumnommst. Das habe ich ihm gar nicht erlaubt. Jesus Christ. Was ist hier denn los? Da sind die Viecher! Oh mein Gott! Die sind jetzt hier auch. Und jetzt bin ich verletzt. Jetzt bin ich verletzt. Oh. Okay, den kann ich noch nomsen lassen. Aber jetzt ist gut. Jetzt ist wirklich gut. Ach, du heilige Kacke. Oh mein Gott. Die sieht man halt auch nicht, bevor man drauf rennt. Das ist das große Problem bei den Dingern. Sonst könnte ich sie vielleicht noch irgendwie einigermaßen umgehen. Aber, Fehlanzeige. Ihr seht ja selber, wie spät man sie erst sieht. Yes, der Schlüssel von Arathon. Den müssen wir mitnehmen. Das ist der letzte Schlüssel, den wir brauchen im Prinzip. Okay. Wir sollten uns einen Schlachtplan zulegen, würde ich sagen. Was machen wir da draußen jetzt? Sind wir Badass und rennen durch? Ich würde sagen, wir sind Badass und rennen durch. Ah, einer hat uns erwischt. Aber. Der andere nicht. Oh, Jesus. Gott, die sind überall jetzt. Oh. Oh mein Gott, die ziehen halt auch echt viel Energie ab mit einem Treffer. Das ist echt nicht schön. Mist, das war das falsche Zimmer. Verdammt, das war der falsche Raum. Hier muss ich nicht rein. Muss eins weiter nach links.
Oder? Verdammt, das ist auch das falsche Zimmer. Da war Araton. Jetzt aber. Okay. Holy shit. Dahlia. But it's not done yet. Half the soul is lost. That is why the seed lies dormant. And what soul remains captured in that husk is buried deep down in the subconscious. Are you trying to say it won't work? That wasn't our agreement. No, no, these are just stalling tactics. Makes sense. If we lend a hand, we will be able to get power. Never fear, the promise shall not be broken. But the power we could dwell now will be very weak. Almost nothing. Unless we get the other half of the soul. We'll use a magical spell. Feeling this child's pain, it's sure to come. But that will take time. Ja, versteht ihr es? Die gute Seite der Seele ist Cheryl, unsere Tochter in dem Fall. Und es hat schon einen ganz bestimmten Grund, warum wir hier nach Silent Hill gekommen sind. Den es eigentlich immer hat im Prinzip bei den Silent Hill Games bisher, von dem her. Ja, das ist sozusagen die Story, warum es überhaupt erst dazu kam. Ouroboros-Scheibe. Die Ouroboros-Scheibe. Hey, an den Namen kann ich mich nicht erinnern. Haben die von Resident Evil von Silent Hill geklaut? Ouroboros? Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ist auch völlig egal. Vielleicht ist es auch irgendwie ein mythischer Name oder so und ich weiß es wieder mal nicht. Das kann natürlich auch sein. So bewandert bin ich dann in solchen Sachen doch nicht wirklich. Okay, wir hauen uns nochmal ganz kurz ein Tonikum rein. Ich speichere definitiv hier jetzt mal. Nein, wir machen einen neuen Speicherplatz. Child's Room. Das klingt doch einladend freundlich. Child's Room. Ganz genau, es ist abgeschlossen. Achso, nee, ja, okay, muss ich alles separat reinmachen. Ouroboros-Scheibe wurde verwendet. Durch das Melchior. Das Ankh, der Ankh, ja, das Ankh-Kreuz. Merkur, Emblem des Merkur, Entschuldigung. Und Amulett von Salomon, der Davidstern, setzen wir auch noch ein. Damit ist der Spruch komplett. Lasst uns durchgehen. Lasst uns die Tür betreten. Do what Mommy tells you now. I just want you to lend me a teeny bit of your power. That's all. No. Ausbeutung. It will make everyone happy, and it's for your own good, too. Oh, but Mommy, I just want to be with you. Aww. Just two of us. Please understand. Oh, yes, I see. Maybe Mommy has been wrong. Mommy! Why didn't I see this before? There's no reason to wait. Herein lies the mother's womb, containing the power to create life. I could have done it all myself. Mommy? Oh mein Gott. Wer will Dahlia als Mutter? Das ist wahrscheinlich die schlechteste Mutter aller Zeiten. Wenn nicht sogar die allerschlechteste.
definitiv die aller schlechteste Mutter aller Zeiten. Und wir gehen jetzt mal hier, oh Gott, ins ungewisse schwarze Dunkle. Lass mal schneller laufen. Die Treppe ist verdammt lang. Die Treppe ist verdammt lang. Führt direkt ins Herz des Bösen. Was gar nicht wirklich gelogen ist, wenn man so will. Oh, sprich lauter. Man hört nichts wahrscheinlich. Darüber reden wir nochmal. God damn you. Ah ja. No mood for jokes. Don't you see? She's right there. Mit dem creepy Kerl im Rollstuhl. She never awakens. He has been nurtured by that nightmare. Waiting for the day to be born. That day has finally come. Dude, what? The time is nigh. Nigh? Everyone will be released from pain and suffering. Our salvation is at hand. This is the day of reckoning. Ich will auch das, was sie geraucht hat. Die ist so unglaublich drauf, einfach nur die. Das ist der Wahnsinn. Mother of God. Das glaube ich allerdings nicht, Dahlia. Das glaube ich nicht wirklich, nein. Woher trete ich dir in deinen Ladypenis? What the fuck? Es ist erwacht, das ist immer noch deine Tochter. Ah ja. Jawoll. Holy shit, ja, ganz genau. Wir stehen vor unserer eigenen Tochter. Zumindest die Hälfte davon ist unsere eigene Tochter. Sollen wir mal schauen, das kann ich nicht benutzen, weil das macht unglaublich Krach. Das hier kann ich hoffentlich benutzen. Muss ich mal schauen. Oh! In your face! Das ist ein Gott, ja, ein Gott, richtig. Den man mit einer Schrotflinte besiegen kann. Oh, lauf, 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 lauf. Oh, Jesus Christ. Vom Blitz getroffen werden ist nicht so nice. Ich sollte definitiv erstmal einen Health Pack einsetzen. Ah. Okay. Kann ich überhaupt...
Kann ich diesen Gegner überhaupt ausweichen? Ich glaube nicht. Das ist die Sache. Ich glaube, ich kann den nicht mehr ausweichen. Okay, die ist leer. Wir probieren es einfach mit dem Jagdgewehr. Völlig egal, wir probieren es jetzt. Das ist halt schon eine gute Waffe eigentlich. Komm schon, bitte. Es funktioniert! Jawoll! Mit dem Jagdgewehr ist es doch um einiges einfacher, diesen Gott zu töten. Alter, ich habe einen Gott mit einer Flinte erschossen. Ein Traum wird wahr. Cheryl. Thank you, Daddy. Goodbye. Nein. Naja, wir haben sie erlöst, aber leider auch getötet. This can't be happening. Cheryl. Cheryl. Oh doch. Es passiert nämlich ganz genau so. Ladies and Gentlemen, wir haben es geschafft. Silent Hill 1. Wir sind durch. Wir sind ans Ende angelangt. Und es gibt verschiedene Bossfights, muss ich dazu sagen. Das ist der Bossfight für das mittelgute Ende, wenn man Sybil rettet. Es gibt aber noch die Möglichkeit, Dr. Kaufman, den wir ganz am Anfang, beim ersten Mal, als wir ins Krankenhaus gekommen sind, gesehen haben, wenn man den rettet und Sybil, gibt es ein positives Ende. Dann hat man auch einen anderen Bossfight, der um einiges härter ist als dieser hier. Nur es ist eine scheiß Arbeit, Dr. Kaufman zu retten. Finde ich auch irgendwie das tragischere Ende, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie irgendwie seine Tochter im Prinzip erlöst sich selbst und die ganze Stadt. Aber, sie trotzdem tötet damit und sie nicht retten kann, ganz einfach. Und das ist das Ende von Silent Hill 1 und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es gab einen Einblick für die Leute, die es noch nie gespielt haben, nie die Möglichkeit hatten oder nie einfach die Zeit gehabt haben, mal zu sehen, wo die Wurzeln von dieser Survival-Horror-Story einfach sind, dieser Serie. Meiner absoluten Lieblings-Survival-Horror-Serie. Und für mich war es Besonderes, auf jeden Fall das Spiel zu spielen, mit euch zu teilen. Vielleicht auch ein paar Leuten, die es nicht kennen, näher zu bringen. War auf jeden Fall cool. Dankeschön dafür für die Kommentare, die Likes und die Unterstützung. Und es geht natürlich weiter. Es gibt noch viele Silent Hill Games zu spielen und wie schon gesagt, es geht direkt weiter, stufenlos sozusagen mit Silent Hill 2. Also seid schon mal darauf gespannt. Ich hoffe, wir sehen uns da auch wieder. Bis dahin, haut rein!